Leute, hier ist der Phoenix am Start und willkommen zu meinem neuen Video. Heute noch in der World of Tanks. Dabei habe ich meine wunderschöne SU-122-44. Und wir hatten die Runde eine 81%ige Gewinnchance. Aber ich will jetzt noch nicht so viel vorwegnehmen. Seht selbst, was hier passiert. Ich habe das heute Abend erst erspielt. Hab natürlich nicht immer die Aufnahme laufen, deswegen ist das jetzt nachkommentiert. Ja, aber sonst alles wie immer. Und ich spiele erstmal ein bisschen defensiv Jagdpanzer. Ich stehe eh mehr hinten, weiß eigentlich jeder. Und schauen wir erstmal, was die Gegner so machen. Ich decke auch ein bisschen so die Flanke meiner Teammates, wie man es auch machen sollte, ne? Und da haben wir auch schon das erste Opfer. KV-85, da freut sich natürlich meine Kanone drüber. Schöne 400er Schelle. Und ja, ich gehe jetzt erstmal nicht so weit aufs Gameplay ein und möchte so ein bisschen erzählen. Weil wer mich schon ein bisschen früher verfolgt hat, weiß, dass ich mal ein paar andere Videos hochgeladen habe, aber die habe ich dann mal wieder gelöscht und ja. Und jetzt will ich aktiv wieder anfangen und ich werde jetzt auch wenig Videos machen, die nicht mehr löschen, sondern als Erinnerung. Es klingt zwar jetzt ein bisschen kitschig, aber ja. Ihr wisst schon, was ich damit meine. Ja, und da kommen jetzt, ich versuche täglich ein Video rauszubringen. Meistens wird es wohl jetzt erstmal World of Tanks sein, ich muss mir noch so ein anderes Spiel aussuchen. Ja, so, und dann haben wir einen Japaner, wie ich die Dinger hasse. Ja, allein nur wegen der fetten Panzerung, aber... Das sage ich da schon, wird jetzt schon mal so gegangen sein. Jetzt habe ich ihn noch schön die Kette gezogen und weg war. Ja, bis jetzt sieht die Win-Chancen ganz gut aus für mein Team. Natürlich werde ich jetzt auch noch demnächst nicht immer bloß die SU zeigen, sondern auch noch ein paar andere Panzer. Halt so, dass die Runden ganz anschaulich sind. Man will ja als Zuschauer auch was zu gucken haben. Sind jetzt... Also das war schon eine sehr gute Runde, aber nie immer die krassesten Bossrunden am Start. Ich spiele aber durch Tanks jetzt auch erst seit 6 Monaten und da ist noch ganz viel Luft nach oben. Mein Team tut sich auch ein bisschen schwer in der City, aber ja. Was soll man da schon erwarten, ne? Auch bei World of Tanks das Matchmaking, besonders auf den niedrigen Stufen, ist schon echt schlimm. Aber es weiß eigentlich jeder. Also man spielt zum Beispiel eine 5er Partie und kommt... Also man spielt mit einem 5er und kommt einfach in eine 7er Partie. Ja, das ist einfach so boring. Und das denkt der Kollege sich ja auch, der jetzt hier schön massakriert wird. Ja, also man kommt oft dann in so hohe Partien und mit gewissen Panzern kannst du halt dann einfach nichts machen. Und das frustriert schon manchmal, aber man muss am Ball bleiben. Spätestens dann noch, wenn man die höchste Stufe hat, das ist Stufe 10, dann läuft das wie geschmiert, weil dann kannst du nie auf höhere Tiere treffen. Ja. Der T29, der schöne Amerikaner, hat jetzt auch wieder zwei schöne Schellen bekommen. 900 Schaden, ne? Was will man mehr? Sonst, ja, World of Tanks macht schon Laune, ne? Besonders wenn man zusammen im Zug spielt, aber man muss halt auch gute Teammates haben und das ist mal so, mal so.
Also man kann auch nicht zu dritt, man kann, ja, ist halt schwer dann komplett zu regeln für das Team. Naja, ihr wisst schon bestimmt, was ich meine. Ich drücke mich gerade ein bisschen komisch aus, aber wir haben es jetzt hier schon um 1. Und ich bin nicht mehr ganz so fit vom Reden her, aber ich wollte das Video jetzt schnell noch aufnehmen und ja. Wir sind jetzt schon bei 2500 Schaden. Kann sich sehen lassen, würde ich so mal sagen. Aber das ist einfach ein Biest. Die Suche. Das war vielleicht jetzt ein bisschen Risiko, weil hier hinten hinter mir steht M4, der jetzt auch mit HE schießt. Er hat die Quittung bekommen und da rennt das kleine Lamm, das jetzt aber auch hingerichtet wird. Boom! Ja. Das war dann auch die Runde. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Und ja, tut mir leid, dass ich ein bisschen verpeilt manchmal rede, aber wie gesagt. Ich hoffe, es hat ich hoffe, es hat euch gefallen und haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Phoenix, ciao!